Hallo liebe Freunde, ich grüße euch. Ich stehe hier nicht vor einer Fototapete, sondern ich bin tatsächlich in der Karibik. Nicht zu meinem Vergnügen, logischerweise, sondern auf dem Clubschiff AIDA, auf dem Robert und ich zur allgemeinen Belustigung der Passagiere sorgen. Also Knochenarbeit, wenn man so will. Wir sind jetzt gerade in der Dominikanischen Republik, wie man sieht. Naja, also mein Sohn Benedikt würde sagen, es ist aushaltbar. Ja, ganz schön. Und hier ist es sehr schön, wie ihr sehen könnt. Ich trete ja viel im Ausland auf und habe kürzlich auch einen Auftritt. Das geht manchmal auch ein bisschen schief, muss ich sagen. Ich habe kürzlich einen Auftritt gemacht im Ausland und da habe ich eine Frau im Publikum gefragt, was machen Sie denn beruflich? Da habe ich gedacht, das ist ja eine harmlose Frage, da kann nicht viel mehr passieren. Da habe ich ein bisschen falsch, ne? Habe die gefragt, was machen Sie beruflich? Da hat sie gesagt, ich arbeite fürs Holocaust-Zentrum. Das ist natürlich schwieriger Moment, ganz dünnes Eis als deutscher Comedian im Ausland. Und ich muss sagen, ich habe einfach nur kurz nachgedacht und mir ist es so rausgerutscht. Ich habe gesagt, ja, mein Großvater hat was ganz Ähnliches gemacht. Das war natürlich das Ende von dem Auftritt, ne? Und es war auch das letzte Mal, dass ich da aufgetreten bin, in Israel. Nein, ich gehe lieber. Ne? Aruba, Aruba, Aruba. Das sagten senegalesische Melkbauern, als sie im Jahre 1209 diese kleine Insel, diese Perle im Norden Sachsens entdeckten. Ein wunderbares Fleckchen Erde, meine Damen und Herren. Es gibt hier alles, was das Herz begehrt. Auch Pelikane. Pelikane sind ja berühmt geworden für ihre ausgewählt schöne Handschrift. Und sie werden bedroht vom GH. Der GH. Ein nacktmullartiges Zottelwesen aus dem Süden Perus, das den Pelikan mit seinem Filzmaler bedroht. Ja, so, Schluss mit dem Jux. Natürlich sind wir auch im März wieder live auf Tournee. Schaut euch mal diese Termine hier an. Wie ihr sehen könnt, ist ja eine ganze Menge dabei. Die komische Nacht zum Beispiel ist absolut fantastisch. Wer das noch nicht kennt, geht mal ins Netz und guckt mal. Das ist echt eine außergewöhnliche Veranstaltung. Ich möchte euch aber auch sehr gerne Folgendes ans Herz legen. Am 23.03. spielen Robert Neumann und ich in Berlin in der Kneipe Straßenbahn. Das ist in Wilmersdorf. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, es ist eben sehr, sehr urig und die Atmosphäre in dieser Kneipe ist wirklich der Knaller. Also wer es mal ein bisschen rustikaler haben will und besonders haben will und uns ganz, ganz nah sein möchte, also sozusagen uns berühren möchte oder auch mal Speichel von mir abbekommen möchte, der kommt am 23.03. in Berlin zur Straßenbahn und guckt sich da unsere Show an. Ich freue mich auf euch. Alle anderen kommen woanders hin. So, extremer konnte jetzt der Bruch nicht kommen. Ich bin gestern aus der Karibik wieder zurückgekommen, bin in Deutschland. Es ist schweinekalt und ich musste mich dick anziehen. Also, im Hintergrund läuft schon schöne Musik. Ich wünsche euch noch einen schönen Monat. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder beim nächsten Newsletter. Tschüss.